Hummer Sonntagmittag, es ist Viertel nach zwei, fährt der Hans mit seinem Becherl raus. Macht die Linien schön weiß und kostet auch so viel Schweiß. Hab's auf der Platz, schaut um drei Spitze aus. Denn da startet das Spiel, ja es geht echt um viel, um den Aufstieg vom letzten Tabellenplatz. Und wie jedermann weiß, heißt das Tränen und Schweiß hier bei uns auf dem fränkischen Fußballplatz. Es steht der Hosti im Tor mit seiner Kippen in der Moor und davor steht der Libero Schosch. Er hat der Hornbrillen von Zeiss und sei zählt sein Verschleiß und die Bar sind halt auch schon recht mosch. Und die Abwehr davor glänzte abends zuvor, geschlossen auf Kerber, frei wie hat's, sind recht bleich übers Gesicht und noch ordentlich dicht, doch das ist wurscht auf dem fränkischen Fußballplatz. Ja, die mittleren vier stinken auch nur nach Bier, doch der Elan macht den Suff wieder wett. Und ganz vorn steht der Klaus, schaut ganz annehmbar aus, doch sein Sturmpartner liegt noch im Bett. Direkt neben dem Feld steht der Trainer und bellt, ihr Quintheit oder ihr Kat der Katz. Endlich pfeift einer an, der noch die Pfeifen halten kann. Und dann geht's los auf dem fränkischen Fußballplatz. Anfangs schaut's ganz gut aus, es gibt zwei Chancen für'n Klaus und die Abwehr wird ganz langsam wach. Dann bemerkt Torwart Hosch, ich muss kurz weg, ich hab Dosch. Und der Aufwind lässt schlagartig nach. Dann fängt der Klaus an zu kiffen und die Abwehr geht schiffen. Der Libero Schosch im Tor ausratzt, fängt der Hans an zu schreien und rennt ins Spielfeld rein. Und dann gibt's Krieg auf dem fränkischen Fußballplatz. Als das Spielfeld sich leert, sind die Fronten geklärt und die Mannschaft läuft stolz aus der Schlacht. Zwar wieder haushoch verloren, doch wurde Rache geschworen am Schiedsrichterauto heute Nacht. Der Platz völlig wüst, mancher Zahn eingebüßt und voll Blut jeder zweite Stollen satt. Das ist ganz schnell vorbei und am Sonntag um drei geht's wieder los auf dem fränkischen Fußballplatz.